Ihr könnt ruhig weiter mithelfen. So ist es nicht. Oh, das ist sogar ein Amauer-Skelett. Okay. Oh, mein Wolf hat es doch ein bisschen erwischt. Ein Schwertknochen. Gefäßknochen. Ah, Untote heißen hier Gefäße. Ein Grab. J.A.S. Here lies way. It was not just justice. And please, no necromancy. Let him rot in peace. Seriously, he really hates necromancy. Really. A wanderer of many worlds. Bral. He was very highly minded. Poet of the Obsidian Order. Okay. Das sind entweder... They probably got one dug for me too. Probably gave me a nice spot. Ein Bogen. Den kriegst du mal, der sieht vielleicht besser. Any of these are quite recent. Someone's been busy. I say the Aothasian leads the way. Und hier stehen noch mehr. Ja, das könnte so ähnlich wie im Baldur's Gate 1 in Nashkel gab's ja. Guter Jagdbogen. Nein, der ist definitiv schlechter. Du kannst das mal weglegen. Ah, noch mehr von dem Erschöpfungsbrei. Den bräuchten wir eigentlich gar nicht in Quickslots reinlegen. Gute Armbrust. Ist langsamer, ist nicht so, ist schneller als die Arbalest. Aber mit der Arbalest treffe ich halt besser. Und hier sind noch mehr Denkmäler. Oh, was ist das für eins? Ja, das sind alles wahrscheinlich. Entweder sind das hier die Baker vom Kickstarter Project. Unter anderem. Oder es sind die Entwickler selber. Weil in Baldur's Gate 1, was ich jetzt schon zum dritten Mal sage, in Nashkel, wenn ich nicht dauernd abgelenkt werde, gab es ja auch in vor dem Tempel von Helm überall Gräber, auf denen Namen von den Entwicklern drauf standen. Also Beteiligte am Spiel. Und ich glaube, das hier ist sowas ähnliches. Oder sogar, ja, das wird sogar gekennzeichnet, dass hier ein Friedhof ist. Sehr schön. Gut. Schwarzauen oder Redricks Festung? Was haben wir noch zu tun? Begrabene Geheimnisse. Fürst Redrick hat beschlossen, den verlassenen Eotas-Tempel in Goldtal für eine neue Gottheit umzuweihen. Der Tempeleingang wurde geöffnet, was den Tempel zum ersten Mal seit vielen Jahren zugänglich macht. Ich bin in den unteren Bereichen hinabgestiegen. Ja, den Rest kennen wir. Fragmente des zertrümmerten Glaubens, da müssen wir mit Eda zu Wächter Meerwald gehen und Prüfungen Durens. In Mangans Gabelung traf ich einen merkwürdigen Priester. Durens sagt, dass er und ich gemeinsam Reisen bestimmt werden und wir einander lehren könnten. Er ist ein Mann vieler Worte, der mehr Fragen aufwerfen als Antworten zu bieten scheint. Ich könnte ja mal kurz mit ihm reden. Du musst mich verlassen? Nein. Ich dachte schon, dass ich deine Augen auf mir gespürt hätte und jetzt kommen die Worte. Ich hätte einige Fragen an dich. Wenn Zweifel und Neugier plagen, wenn Zweifel und Neugier plagen, dann schlägst du dir die Fingerknöchel an der falschen Tür wund. Erzähl mir vom Magran. Oh, du kennst sie. Musst du einfach. Er kichert verbittert, dann wird seine Stimme wieder normal. Sie ist eine vielklüpfige Piep. Nein, ich sage jetzt diese Worte definitiv nicht mehr. Wie siehst du Magran? Hat sie irgendwelche Verbündeten? Mehr wollte ich gleich besprechen. Okay. Er hat mir also nichts Interessantes zu sagen.
Deswegen ab zur Retrix Festung. Ja. Obsidian dankt dem Bakern und ich danke Obsidian, weil ich habe immer noch so viel Spaß an dem Spiel, auch wenn es ordentlich schwer ist. Aber das macht ja den Reiz an dem Spiel auch noch mit aus. Sure. So, gucken wir uns mal um. Ich denke nicht, dass ich einfach durch die Vorder... This is the home of the man responsible for those hanging corpses. You don't plan on knocking, do you? Da sind zwei Wachen. Der Wächter blickt dir finster ins Gesicht. Du hast hier nichts verloren. Fürst Redrick lässt keine Besucher, Kaufleute oder fahrende Unterhalter herein. Er lächelt höhnisch. Am besten kehrst du auf der Stelle wieder um. Ich bin gekommen, mit Fürst Redrick zu sprechen. Der Wächter schnaubt. Hast du was an den Ohren? Er zieht sein Schwert. Ich gebe dir noch eine letzte Chance umzukehren. Die Wächter drin werden nicht annähernd so freundlich sein. Der Wächter blickt dir finster ins Gesicht. Du hast hier nichts verloren, Fürst Redrick. Er lächelt höhnisch. Am besten, okay, dann gehe ich eben. Also durch die Hauptbrücke kommen wir schon mal nicht rein. Wasser. Vom abgestandenen Wasser steigt ein übler Gestank auf. Ja, das ist halt ein Burggraben, der wohl nicht so wirklich gepflegt wird. Hier? Was ist das hier? Achso, ist das ein umgestürzter Baum oder ist da eine Planke? Nee, das sind Säulen. Ah. Sag bloß, die haben sich sowas einfallen lassen wie eine Schutzmauer über dem Burggraben. Das ist dann ja übel. Ja, hier sind auf jeden Fall jede Menge Säulen. Und hier können wir hier ins leichte Wasser? Ja, hier wäre die Kanalisation. Am Fuß der Außenmauer der Burg läuft aus einem Kanalgewirr trübes, übelriechendes Abwasser in den Burggraben. Glitschige, vermooste Steine bilden eine gefährliche Brücke über das trübe Wasser. Vor dir versperren die Eisenstangen des Kanalgitters den weiteren Weg. Die Stangen sind mit Ruß überzogen und einige scheinen verbogen oder zumindest seltsam angewinkelt zu sein. Eventuell wurden sie genügend geschwächt, um sie mit den entsprechenden Hilfsmitteln zu verbiegen. Eisenstangen verbiegen. Du glaubst, dass jemand mit ausreichender Kraft einige der angegriffenen Stangen verbiegen könnte. Edda tritt vor, um sich zwei der Eisenstangen zu greifen. Er lehnt sich zurück und zieht mit aller Leibeskraft. Trotz größter Anstrengung lassen sich die Eisenstangen nicht verbiegen. Okay, das heißt, wir müssen nochmal zurück in die Stadt. Wir brauchen die Brechstange vom Schmied. Das ist der einzige Gegenstand, den wir noch nicht haben. Und da will ich mal etwas ausprobieren. Und zwar, ob wir die Gegenstände im Inventar haben müssen. Oder ob es reicht, sie im Lager zu haben. Deswegen schleppe ich ja zurzeit Hammermeißel, den Kletterhaken und alles mit mir rum. Weil die Sachen, die können wir ja nochmal gebrauchen, wenn wir irgendwo klettern müssen oder so. Wir können nämlich sicherlich auch irgendwie in das Schloss reinklettern. Theoretisch. Wobei ich das nicht so wirklich glaube. Habe ich was gesagt? Der Glockenturm der Burg droht über den Mauern vor dir. Die Außenmauer ist mit dicken Ranken bewachsen, die sich über und zwischen den Steinen verflechten. Die Ranken erstrecken sich fast über die gesamte Höhe der Mauer und schlängeln sich über die Brustwehr, die Mauer untersuchen. Die überwucherten Ranken sehen ziemlich robust aus, aber du bist dir nicht sicher, ob sie das Gewicht einer Person aushalten können. Weit oben kannst du erkennen, dass ein Stück der Brustwehr herausgefallen ist und so eine Lücke in der Turmverteidigung darstellt. Also die Ranken ergreifen. Du beginnst am Ufer des Burggrams zu rennen und springst hoch, wobei du nach einigen der dickeren Ranken greifst. Du findest sicheren Halt und hörst von oben ein ominöses Knacken, aber die Ranken halten.
Der Turm ragt über dir empor. Die Ranken hochklettern. Das Erklettern der Burgmauer ist langwierig und ermüdend. Alle von Durens beginnen erschöpft zurückzufallen. Schließlich aber erreichst du das Ende der Mauer und kannst dich über sie hinwegziehen. Ich höre jemanden rumlaufen. Und der scheint bedrohlich näher zu kommen. Was haben wir hier? Brigantine und ein Turban. Okay, wir haben einen Wächter angelockt. Aber der ist schon dem Tode nah. Okay. Wir sind jetzt ehrlich und wohltätig übrigens. Okay, da geht's rein. Ein Priester und ein Bogenschütze. Oh oh. Wir wurden entdeckt. Paladine. Das ist nicht so gut. Vor allem, weil meine Leute auch noch müde sind. Nee. Redricks Festung schnell speichern. Ich glaube, da oben rumlatschen ist doch nicht so eine gute Idee. Ja, ich denke mal. Ich denke mal, ich sollte auf jeden Fall vorsichtiger sein. Nee, ich mache jetzt Folgendes. Ich gucke mir noch mal hier unten alles an. Ärger noch mal die Wachen. This is the home of the man responsible for those hanging corpses. You don't plan on knocking, do you? Doch, ich werde anklopfen. Ich bin gekommen, weiter. Oh, dann gehe ich wieder auf Wiedersehen. Also ich werde nicht einfach irgendwen angreifen, der mich nicht zuerst angreift. So dumm ist Hagrim auch wieder nicht. Die Sache ist die, ich kann zum Glockenturm hochklettern. Dann komme ich oben raus. Dort könnte ich Korsks Freund finden, von dem er gesprochen hat. Die zweite Variante ist, ich kann durch die Kanalisation in den Keller. Keine Panik, Jungs, ich bin nur dabei, mich etwas umzusehen, außerhalb. Ich kann durch die Kanalisation in den Keller. Und von da aus dann vielleicht in den Kerker und die Leute von Korsk befreien. Die dritte Möglichkeit ist, ich gehe erstmal wieder, versuche mich nochmal am unteren Tempelgeschoss, jetzt wo ich ja bessere Fähigkeiten und so habe. Frühlingsbären, oh. Und auch endlich eine Arbaliste und so. Ja, das sind die einzigen Möglichkeiten. Ich will nämlich noch nicht in der Hauptquest weitermachen. Obwohl, das wäre auch eine Alternative. Ich glaube, ich mache jetzt dann erstmal einen Cut hier an der Stelle. Speicher. Hier am Eingang. Übrigens kann ich die beiden mal vertauschen. Dadurch wird nur ihre Position hier vertauscht. So. Also ich mache hier ein Save. Redricks Festung. Nein, hier einfach nur ein Save.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.